Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal. Und vielleicht auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer, die mich noch gar nicht kennen. Ich bin der Valerius und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Erstmal, weg damit. Treffen wir eigentlich, wenn ich jetzt hier so wie Kobe Bryant von... Yes, Treffer. Das war gut. So, jetzt genug rumgealbert. Wir kamen das letzte Mal von hier, glaube ich. Genau. Genau, den Turret, den schmeißen wir hier auch mal runter. Gut, kein Geräusch zu hören. Und wir schauen jetzt mal, wie wir hier weiterkommen. Irgendwie müssen wir hier hoch. Das sieht aber alles gerade ein bisschen schwierig aus. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir einen gewagten Sprung machen werden. Also so. Folgt mir am besten mal. Ich habe ein bisschen was an der Mikroeinstellung nochmal verändert. Ich bin ja so ein kleiner Perfektionist, was das angeht. Ja. Das war ja exzellent. Naja, ich habe es ein bisschen leiser gestellt, das Mikro. Dann habe ich ein bisschen mehr Spielraum, so um... Yes, sir. Gut, das hat gut geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Bisschen mehr Spielraum, sage ich mal, ohne... Ja, sofort zu übersteuern. Wenn ich mal ein bisschen lauter spreche, das kann ja durchaus mal passieren. Und das ist echt ganz schön, dass hier... ist mir aufgefallen, dass... In den Testkammern das alles sehr ordentlich und hübsch aussah. Aber hier, das ist ja wirklich... Das lässt ja irgendwie darauf schließen, dass diese Anlage schon ziemlich alt ist. So wie das hier aussieht. Jetzt kommen wir wieder rein. Machen wir die Tür zu. Ganz ordentlich. Jetzt kommen wir hier wieder rein. Und das ist mir ein bisschen zu ruhig hier drin. Ein Projektor, was steht denn da? Oh! Competing with Black Mesa. Mhm. Ja, wer Half-Life gespielt hat, weiß, wovon hier geredet wird. Oder auch die Mod, ne? Black Mesa ist ja auch die Mod. What is Black Mesa? Interessiert mich jetzt nicht. Möchte weiterkommen. Ich erinnere mich. Ich muss sagen, jetzt kommen wir zum großen Finale, liebe Freunde. Zum großen Finale. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Ich weiß nicht. Okay. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Das glaube ich nicht. Habe es mittlerweile schon berührt. Und das hier ist GLaDOS. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Das ist GLaDOS. Die böse, böse Computerintelligenz, die uns... Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also, jetzt mal im Ernst. Uns immer wieder ins Wort redet. Na gut, schön. Berühren Sie's. Heben Sie's auf und stecken Sie's wieder rein. Huch. Oh, und wir wissen, was wir zu tun haben. Jetzt mal ehrlich. Wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Oh, gut, das war natürlich wieder... Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Bäh.
Nee, lieber nicht. Das ist ein bisschen eklig. Wir wissen ja, was wir heiraten beim... Heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Ich will es aber heiraten. Es ist meine große Liebe. Naja. Hab ich Sie belogen? In diesem Zimmer? Ernsthaft? Lassen Sie es liegen. Ja, es liegt doch da. Ich hab's liegen lassen. Jetzt lass mich bitte ausreden. Wir wissen, was wir mit dem Kubus gemacht haben damals. Brutalerweise. Ich meine es ernst. Das verrückte Ding kommt in keinem Testprotokoll vor. Ja, es weiß selber nicht, was es ist. Und dementsprechend, naja, ist es ein bisschen unnütz. Wir entsorgen Sie es mal. Ding und stehen Sie still. Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Ja. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Oh. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich den Neurotoxin-Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Okay, okay. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Komm schon, treff es! Ah, vorbeigesägelt. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Jetzt aber. Sie hingekriegt, sie hält. Okay, das war wieder kein Treffer. Ach Mann, ey, das gibt's doch nicht. Wir müssen auf jeden Fall... Ja, viel. Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Ich kann auch Schmerz empfinden. Ganz gleich, stimmt's? Das ist mir ziemlich gleich, ja, weil ich gerade nicht weiß, was ich mache. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. So, diesmal sind wir klüger. Ich sagte, es ist innen gleich. Hören Sie? Nein, ich höre nicht. Jedes Mal wirst du erledigt. Bam! Sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Dein Ernst? Jetzt liegt das Ding da oben. Naja, wir fahren sofort wie... Was bist du? Was ist das? Was ist das? Wie war das? Oh. Sagten Sie etwas? Das. Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Oh, das ist gut ja süß. Geredet. Dieser Kern da, sie plappert mir gerade ein bisschen ins Wort, deswegen... Tschüss, mein Süßer. Ach, du bist doch die Frau von dem... Sie glauben mir zu schaden. 2+2 ist... 10. Mir geht's bestens. Das glaube ich nicht. Nicht mehr lange, jedenfalls. Lassen, weil ich den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihrem Kopf... Leider nicht, nein. Wo ist der... Ich möchte noch betonen, dass Sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für Sie geben. Eine Party? Eine große Party mit all Ihren Freunden. Das ist aber nett. Ich habe Ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Oh. Nur konnte er nicht kommen, weil Sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil Sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Und? Hier steht's ja auch in Ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand Ach, da oben! Wird. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. 500 Hallo, Kern, was auch immer du bist. Für Schokoladenkuchen. Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Noch. Tja, ich... weiß es, aber sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann. Das, also spare ich mir das glaube ich nicht, du Monster. Versuchen Sie in den nächsten zwei Tschüss. Minuten noch so viel zu leben, wie es nur Neurotoxin. Tödlich.
Ich ersticke. Du machst mich über dich es lustig. Absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Für mich. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer macht den Kuchen? Huch, das ist ja... scheinbar der bösartige Kern. Okay, ich werde jetzt einfach weiterreden. Obwohl sie plappert, es ist mir ein bisschen egal, weil... sie plappert so lange, wie der Tag lang ist. Und sie ist bösartig und will uns umbringen und deswegen... was passiert? Oh weia. Alter. Ich muss hier raus. Stuhl! Nein! Kein Stuhl mehr. Was? Thank you for assuming the party aircraft submission position. Wo bin ich? Huch. Wer? Oh Mann, oh Mann. Das war Portal. Ja, ich find's einfach genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem auch dieses Lied am Ende jetzt, das ist so Gold wert. Es ist einfach so lustig, weil das singt ja jetzt GLaDOS, die wir ja gerade, ja, zerstört haben. Wir haben also herausgefunden, das ist eine verrückte Computerintelligenz, die ganze Anlage mit Giftgas, ja, getötet hat quasi. Ja, jeden Einzelnen, der dort tätig war. Und, naja, ich sag mal so, beim Endkampf gab es ja dann noch diesen Kern, sage ich mal, den ersten Kern, den wir zerstört haben. Und das war ja dieses Ding, was sie davon gehindert hat, nochmal dieses Gas abzufeuern im Prinzip oder rauszulassen. Das haben wir ja leider kaputt gemacht. Dementsprechend sind wir auch ein bisschen schuld daran, was hier passiert ist. Und wir werden sehen, was in Portal 2 passiert. Ja, wir haben ja gesehen, dass wir aus irgendwelchen Gründen von irgendwem scheinbar dort weggezogen wurden. Tot sind wir offensichtlich nicht, weil gucken konnten wir noch. Aber GLaDOS scheint zerstört. Tja. So einfach ist das nicht. Ich hab's auf jeden Fall sehr genossen. Das ist mein erstes Let's Play wieder nach meiner langen Pause und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht.
Und ich freue mich wirklich, dass die Beteiligung auch gut war. Also ich habe ja wirklich ein paar Kommentare gehabt und das freut mich wirklich, Kommentare zu lesen und auch Feedback zu lesen zu den Videos, weil das macht mir ja auch dann mehr Freude natürlich. Und ich drehe mal den Sound ein bisschen leiser, das stört mich gerade ein bisschen beim Reden, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich hoffe, ihr bleibt auch dran. Also wir spielen jetzt Portal 2 direkt im Anschluss. Das bleibt alles so, wie es ist. Das bleibt alles so, wie es ist. Ich werde jeden zweiten Tag weiterhin veröffentlichen. Also mein Plan ist ja jetzt immer so montags, mittwochs und freitags. Am Wochenende lade ich nichts hoch momentan, weil... Naja, ich nehme mir einfach ein bisschen mehr Freizeit. So ein bisschen, ja. Dadurch macht es mir auch mehr Spaß und... Jawohl, da ist unser Kuchen. Jetzt hat sich der Startbildschirm auch ein bisschen verändert. Genau, es macht mir dann auch mehr Freude, wenn ich nicht so gestresst bin, ja. Und lieber liefere ich Qualität als Quantität. Weil wenn ich keine Zeit habe für Videos, dann ist es doof. Ihr wartet dann vielleicht und wenn ich euch zu viel verspreche. Also 3 Videos die Woche kommen, auf jeden Fall. Und es macht mir großen Spaß und ich werde es weiterhin machen, ja. Also selbst nach Portal 2, dann spielen wir das nächste Spiel. Es wird einfach eine coole Zeit. Ich freue mich drauf, auch darauf, dass ihr dabei seid, ja, kommentiert fleißig oder mir Anregungen gibt, was ich vielleicht spielen kann oder was ich vielleicht verbessern soll. Ich freue mich auf euer Feedback. Das war Portal. Wir starten jetzt durch mit Portal 2 und schauen mal, wie es hier weitergeht in dieser verrückten Aperture Science Anlage. Ja, in den Laboren dieser verrückten Firma. Und ich bin Valerius. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt von zukünftigen Let's Plays, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Oder schaut auf den diversen sozialen Netzwerken vorbei. Die habe ich oben auf meinem Kanalbanner verlinkt. Das ist einmal Twitter, Facebook natürlich und Google+. Dort werde ich auch regelmäßig die Folgen posten, also verpasst ihr da auch absolut keine Folge, wenn ihr da dabei seid. Das war's von mir, das war's für dieses Let's Play. Macht's gut und ciao, ciao.